So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück bei einer Folge Elden Ring. Da hinten schimmert schon so ein bisschen eine Gnade, aber ich habe keine Lust, die Bogenschützen gleich wieder auf dem Hals zu haben. Wir haben hier irgendwas ja, Quest-Item-mäßiges oben entdeckt auf der Mauer. Und diesen Teil hier unten, die gibt es auch noch irgendwie einen Weg. Ich weiß nicht, ob das ein Tunnel dann nachher ist oder eine Sackgasse, sehr merkwürdig. Wir bewegen uns langsam auf den Weg zum großen Aufzug von Dektos. Dafür haben wir die Münzen, aber es müssten uns noch überlegen, ob es nicht vielleicht besser wäre, hier sich hochzukämpfen. Denn das scheint der fabulierte Aufgang zu sein, von dem immer die Rede war, der ohne den Verlust unserer beiden halben Münzen auskommt, die wir sonst für den Fahrstuhl bezahlen müssen. Also schauen wir mal, was uns hier drüben erwartet. Ja, da unten ist ja auch schon wieder einer. Es sind einfach so viele von diesen Deppen hier. Das Mausoleum da oben hüpft auch wie bescheuert rum. Also irgendwas hat es aufgeregt, irgendwas so zu zertrampeln. Was für eine Ecke ist hier? Ich kann es gar nicht genau sagen. Eigentlich wollte ich da hoch zum Airtree. Aber irgendwie haben da Leute was dagegen. Die Level-Architekturen. Architekten, Entschuldigung. Der Name der Gnade, was? Die Ruinen des Labyrinths. Ja, ich finde, es ist immer noch ein Labyrinth, aber gut. Was die Mausoleen angeht, ich würde gerne erstmal diese Echos neu, neue Echos von Herrschern einsammeln, bevor ich jetzt hier sinnlos die Mausoleen da kaputt ditche. Vielleicht sollte ich hier noch mal so ein Symbol hinsetzen, dass wir das auch wieder finden. Und hier hinter ist nämlich noch eins. Bemerkenswert nah beieinander. Nur nützen die jetzt nichts. Weil wir können sicher später noch andere von den mächtigen Runen. Wieso sind da überall in diesen Winkeln? Was soll man da machen? Es gibt später ja noch weitere Echos von den anderen Herrschern, gegen die wir kämpfen. Oder Scherbenträgern, die wir kämpfen. Ich weiß gar nicht, ob es alle Herrscher sind, alles Herrscher sind. Und da ist ja die Frage, ob die vielleicht sehr viel wertvoller sind, wenn wir sie duplizieren. Denn die Mausoleen können die ja duplizieren. Das haben wir ja schon gelernt. Also es ist ja wirklich ein echtes Labyrinth hier, meine Fresse. Und die Gnade ist auch irgendwie. Naja gut, wenn es eine Ruine ist, ist es vielleicht der Rest von einer Gnade, die hier rumgescheppert ist. Ich habe aber auch keine Lust, gleich wieder so einen wütenden Bogen von so einem Ahnen in den Nacken zu bekommen. Oh. Rasender Flammenstein. Haben wir den schon mal gehabt? Ich kann mich nicht dran erinnern. Was ist ein rasender Flammenstein? Nee, den hatten wir noch nicht. Verbraucht FP. Heil kontinuierlich Chaos, Junge. Treibt jene in den Wahnsinn, die die Flamme nicht in sich aufgenommen haben. Verwechselt dieses Objekt also nicht mit seiner milderen Variante. Ah, das ist der wärmende Stein. Okay.
Dann können wir den ja Sylvis schenken oder Seluvis oder wie er heißt. Hier in diesem dunklen Winkel lauert doch bestimmt noch irgendwas. Nichts, was ich anvisieren könnte aus der Höhe. Ich dachte, ich hätte was gehört da in dem Busch. Ich habe echt Respekt vor diesen Ahnenjungen mit diesem blauen Pfeil. Der hat ja eine Höllenreichweite. Okay, auf jeden Fall müssen wir uns noch diesen besonderen Gegenstand holen, denke ich. Ich höre doch was da oben. Okay. Okay, wir müssen jetzt versuchen, wenigstens diesen Gegenstand zu bekommen, bevor der uns den Schädel absprengt. Bewährter Schild. Gut, ich meine, andererseits können wir das ja auch zum Hinknien zwingen. Das bleibt ja dann so. Von oben machen, aber da sind ja diese Totenköpfe an der Seite. So, jetzt hüpft er wieder. Und dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit jetzt, oder?
heißt, das haben wir schon mal geklärt jetzt. Es sei denn, jemand anders kann uns das dann wegmopsen. So, guck. Die schon dupliziert sind, können wir gar nicht nochmal duplizieren. Aber wir können ja das Tor hier markieren. Was du? Was ist jetzt passiert? Irgendwas ist gerade. Habe ich zu schnell Tasten gedrückt? Das tut mir sehr leid. Manchmal. Es ist aber auch sehr merkwürdig, was hier passiert. So, das heißt, wir wissen aber, hier ist schon mal ein Mausoleum. Das ist doch schon nicht schlecht. Müssen wir nur noch Radan beseitigen, um seine Scherbe, also sein Echo zu bekommen. Hier ist aber sonst auch nichts drauf. Ne? Okay, es zeichnet gar nicht mehr auf. Es hat sich aufgehängt, oder was? Das Bild ist nicht mehr... Was ist nun los? Okay, das ist natürlich scheiße. Okay, dann... müssen wir diese Folge wohl kurz abbrechen hier, weil er nicht mehr aufzeichnet, aus irgendeinem Grund. Okay, dann bleibt schön neugierig. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dahin. Ciao.